So, herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 2, der Definitive Edition. Ausnahmsweise mal nicht direkt im Kampagnenbildschirm, denn wie ich schon darauf hingewiesen wurde in den Kommentaren netterweise und wie ich jetzt gerade in den Neuigkeiten auch gesehen habe, es steht schon wieder die nächste Erweiterung an, mit Dynastien für Indien dieses Mal. Sehr, sehr interessant. Ich mag die altindische Geschichte, vor allem die Legenden da sind mega cool. Also zumindest die gefühlt zwei, die ich kenne. Da bin ich sehr gespannt drauf, was das geben wird. Das bedeutet aber auch, wir müssen mal ein bisschen hinne machen, hier weiterzukommen. Das bedeutet, wir werden dieses Mal auf jeden Fall in der Jandzishka-Kampagne die goldene Stadt abschließen. Egal wie. Und wenn ich die Schwierigkeit wieder runterstellen muss. Aber ich habe das Gefühl, wir können das schaffen. Also ich sehe eine Chance. So, und bevor ich mich jetzt hier weiter irgendwie drum rumrede, bin ich dafür, wir fangen einfach an. Die Story kennen wir. So, und ich weiß auch schon ein bisschen, was ich machen möchte. Sobald ich hier aus dem Ladebildschirm raus bin. Denn wir werden in die Imperialzeit gehen und direkt quasi unsere volle Macht auf den Süden konzentrieren und die City da zurückerobern. Ich habe noch ein bisschen so eine cheesige Strategie, aber da muss ich nochmal gucken, ob das von der Karte her überhaupt passt. Das weiß ich nicht mehr. Und ob wir Transportschiffe haben. Das weiß ich auch nicht. So, ewig langer Ladebildschirm ist vorbei. Let's go. Sigismund und seine Kreuzfahrer nähern sich unserer goldenen Stadt. Aber keine Angst, wir werden sie von unseren Mauern vertreiben. Ebenso wie aus Böhmen. So, da rein. So, jetzt müssen wir unsere Armee sammeln. Andere Sache, die ich machen will, ist selbstverständlich da reingehen. Unsere Truppe muss ich sammeln. Ano, rozumím. So. Diese Barriere muss weg. Starbuch, zbieram. Wir können vorerst mit Nachschub aus dem Nordosten rechnen. Aber Sigismunds Söldner haben alle anderen Straßen nach Prag blockiert. Wir sollten diese Teufel beseitigen, damit die Ressourcen aus allen Richtungen herangeschafft werden können. Eine weitere Bande Marodeure ist geschlagen. Jetzt so kann diese Route wieder befahren werden. Okay, das wäre soweit geregelt. Du gehst dahin und dann gehst du dahin, damit wir noch mehr Ressourcen kriegen. Und ich brauche... Wir haben einige Vorräte aus dem Lager ausgebeutet. Bringt sie nach Prag, um unsere mutigen Verteidiger zu versorgen. So. Wir brauchen Trieböcke. Und zwar schleunigst. Okay. Die Rationen sind zwar klein, aber jedes bisschen hilft. Wir haben einige Vorräte aus dem Lager ausgebaut. So, der Bringt fährt Sie auch hierhin zurück. Mutigen Verteidiger zu versorgen. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš? Do zbraně. Der war schnell tot.
Die Rationen sind zwar klein, aber jedes bisschen hilft. So, wir müssen hier schleunigst angreifen gehen. So, wir müssen diese Burg zerstören. Keine Wunde hält diesen einäugigen Krieger auf. Ich kehre zurück, das verspreche ich. Ja, der ist zwar tot, aber das ist okay. Wo sind meine Kasernen? Wo ist überhaupt irgendwas? Hallo? Da. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janjiska. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Okay, das müssen wir nochmal neu machen. Das macht keinen Sinn. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die so viel Armee haben, um sich zu wehren. Sigismund und seine Kreuzfahrer nähern sich unserem rechten Angriff standzuhalten. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg. Ja, jetzt. Ich kann schon direkt wieder neu starten, weil das wird wieder nichts werden. Ich habe viel zu lange da unten gebraucht. Ich bin mir langsam nicht mehr so sicher, ob ich das tatsächlich schaffen werde. Dieses Szenario. Wir werden sie von unseren Mauern vertreiben. Ebenso wie aus Böhmen. Okay, warte, wo sind meine Bogenschützen hin? Lebt von denen noch einer? Ne, die sind alle. Ich könnte selber welche von diesen Dingern gebrauchen. Von den Skorpionen. Warte mal. Warum kostet das nur Nahrung und Holz? Das Upgrade. Moment. Nochmal neu starten. Wieder strategieren. Wir werden jetzt ein bisschen neu starten müssen. Weil ich habe vor der Folge keine Zeit mehr gehabt, groß was auszuprobieren. So. Das Problem ist jetzt, ich werde gleich auch schon wieder aus der anderen Richtung angegriffen. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Ich habe meine gesamten Armeen da reingebuttert und es ist genau gar nichts passiert. Ja, das können wir wieder neu starten. Ich habe keine Ahnung. Also ehrlich gesagt, ich bin mit dem, was ich letztes Mal gemacht habe, fast sogar weitergekommen. Seine Kreuzfahrer nähern sich unserer goldenen Stadt, aber keine Angst. So. Wir werden sie von unseren Mauern vertreiben. Ebenso wie aus Böhmen. Neue Idee. Wir werden, Kanonen benutzen. Vielleicht helfen die besser. So. Und an sich bräuchte ich Langschwertkämpfer, aber ich habe halt... Also dadurch, dass ich keine Produktion habe, kann ich nichts machen, weil ich würde gerne natürlich eine andere Einheiten-Kombo fahren und ganz sicher auch nicht Pikiniere benutzen. Aber ich habe halt nichts, was ansonsten billig ist, was ich dafür nehmen kann. Einzige, was ich machen könnte, wäre leichte Kavallerie, aber die bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ja, ich kann nichts ausbilden. Das da ist weg und jetzt gleich... Ah ja, genau, und die greifen auch noch die City an. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Das ist einfach ein unaufhörlicher Spam. Während ich auf der... Diese Kanonen, die der hat, sind so viel wert wie alles, was ich mir insgesamt zusammen gekauft habe.
Was hat's mir gebracht? Gar nichts. Ich habe gedacht, vielleicht sind die Handkanoniere irgendwie sinnvoll, aber die sind auch komplett nutzlos. Kann ich mein Holz verkaufen? Jetzt habe ich wieder Gold. Kann ich mir aber immer noch nichts von kaufen. Ja, RIP würde ich sagen, ne? So, kriege ich die Karte noch zu sehen? Also ich habe jetzt so ziemlich alles einmal ausprobiert. Ich kann nichts machen hier, gefühlt. Selbst wenn ich alles, was ich habe... Wo kommen diese ganzen... Ich meine, jetzt hat er keine Einheiten mehr. Aber das ist halt viel zu spät. Wir sind euch dankbar, Janschiska. Nutzt diese Vorräte. Wenn ich wenigstens Schiffe oder sowas zur Verfügung hätte. Okay, wisst ihr was? Ein Versuch noch. Und wenn der nicht klappt, dann stelle ich auf normal um, weil sonst kommen wir hierzu gar nichts. Keine Wunde hält diesen einmütigen Krieger auf. Ich kehre zurück, das verspreche ich. Ernsthaft? Wie viel Leben hat die Burg? 300. Das darf nicht wahr sein. Okay, ich gönne mir noch einen neuen Versuch mit der Strategie. Einen gönne ich mir noch. Ich meine, wir sind jetzt schon bei 48 Minuten. Ich werde das ein bisschen runterschneiden. So. Zack, wo ist mein da? Geh dahin. Geh dahin. Dahin. Nach dein zurück. Ich komme auf die 2. Ihr baut mir. Wir haben einige Vorräte aus dem Lager ausgebaut. Hallo? Bringt sie nach Prag, um unsere mutigen Verteidiger zu versorgen. Warum reagiert meine Maus gerade nicht mehr? Hä? Was war das? Stavim. 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 Zbieram. Es geht hier um Schnelligkeit. Ano. Ano, pane. So. Wir können vorerst mit Nachschub aus dem Nordosten rechnen. Ano. Aber Sigismunds Söldner haben alle anderen Straßen nach Prag blockiert. Wir sollten diese Teufel beseitigen, damit die Ressourcen aus allen Richtungen herangeschafft werden können. Eine weitere Bande Marodeure ist geschlagen. Jetzt kann diese Route wieder befahren werden. Wir haben einige Vorräte aus dem Lager ausgebeut. Bringt sie nach Prag, um unsere mutigen Verteidiger zu versorgen. So. Los, gib mir... Realzeit, beziehungsweise ihr macht euch auf den Weg. Was sind 225? Sind echt teuer, die Dinger. Wir haben einige Vorräte aus dem Lager ausgebaut. Bringt sie nach Prag, um unsere mutigen Verteidiger zu versorgen. Die Rationen sind zwar klein, aber jedes bisschen hilft. Die Rationen sind zwar klein, aber jedes bisschen hilft. So. Anno. Anno, pane. Nehme mit, was ich kriegen kann. So, jetzt sind meine Kanönchen da. Irgendwo hier ist auch noch eine dritte unterwegs.
Vaše jak žádáš. Rozumím. Ano. Jak žádáš. Do útoku. Vašim službám. Do zbraně. Co přikazuješ? Zo. Vašim službám. Do útoku. Keine Wunde hält diesen einäugigen Krieger auf. Ich kehre ano. Zurück, das verspreche ich. Vašim službám. Ano, pane. Bojujme. So. Co přikazuješ? Ano. Vašim službám. Do útoku. Die Rationen sind zwar klein, ano. Rozumím. Aber jedes bisschen hilft. Do zbraně. Ano, pane. Vašim službám. Do útoku. Rozumím. Do zbraně. Do útoku. Zo. Do zbraně. Do útoku. Bojujme. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janšiška. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Co přikazuje? Weg mit den Türmen. Do útoku. Zo. Do zbraně. Do útoku. Do zbraně. Ano, bojujme. Wir sind do euch útoku. Dankbar, Janšiška. Nutzt diese Vorräte, um den feindlichen Angriff standzuhalten. Bojujme. Do útoku. Do zbraně. Rozumím. Zo. Ano, pane. Do útoku. Co přikazuješ? Bojujme. Okay, wir sind durchgebrochen. Do zbraně. Jetzt kommt es nur noch darauf an, diese Burg zu zerstören, so schnell wie möglich. Ano, ano, pane. Jak žádá, vaším službám. Ano, pane. Und dann irgendwie jemanden da reinlatschen zu lassen. Ano. Do útoku. Co přikazuješ? Do zbraně. So. Adliger Ritter und Kreuzfahrer, reißt diese Mauern ein und bringt mir die Köpfe der Hussiten. Co přikazuješ? Okay, perfekt. Raus mit euch. Und wir versuchen jetzt irgendwie einen Soldaten. Wir müssen ja nur einen Soldaten auf diesen Punkt kriegen, wie wir neuerdings ja wissen. Das heißt, jetzt sollte finito sein, oder? Jawohl. Die königstreuen Nachzügler und sichert die westlichen Mauern. Die Hussiten haben die Karlsbrücke überquert und stürmen nun Hradschane. So hält es doch Kaiser Sigismund. Ihr mögt zwar Kleinseite einnehmen, aber glaubt ihr wirklich, dass ihr gegen die Armeen des Königs von Böhmen bestehen könnt? Holy shit, war das anstrengend. Was ist du warm? So viel Kasuel. Do zbraně. So. Ano. Do útoku. Jetzt muss ich mich hier erstmal irgendwie wieder ein bisschen sortieren. Szczepu drzewo. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg. Szczepu drzewo. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Ja, ich werde auch schleunigst versuchen, mir, So, das Gute ist, wir haben diese City eingenommen, ohne groß was zu zerstören. So, und der hat fast nur... Wir sind euch dankbar, Janšiška. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Okay, diese eine Speer lohnt sich mega. Lustigerweise.
Okay, perfekt. Das heißt, wir machen das platt, dann geht unsere Armee weiter. Wir brauchen... gehe ich weiter auf Handkanonieren? Nee, tatsächlich gehe ich jetzt auf Arbalestschützen. Denke, das macht mehr Sinn. Arbalestschützen und... eine Menge Helbardiere. Ja, die machen das da oben kaputt, aber das ist okay. Ich frag mich, ob wir das da unten schaffen mit dieser Gammelarmee. Aber wir werden es rausfinden. So. Eine weitere Bande Marodeure ist geschlagen. So. Jetzt kann diese Route wieder befahren werden. Perfekt. Okay, das wäre das gewesen. Jetzt kriegen wir mehr Vorräte. Super, super praktisch. Ich habe aber im Kampagnen-Editor gesehen, dass hier... Genau, hier sind so komische Schiffe. Aber mit denen kann ich nichts machen, okay. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janschischka. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Die Versorgungskonvois sind unterwegs. Das hier haben wir zurückgeschlagen. So, die nächste große Bedrohung, um die wir uns dringendst kümmern müssen, ist... sind die Gelben. Wo ist ihre Hybris hin? Wir sind euch dankbar, Janschischka. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Wir sind euch dankbar, Janschischka. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Sehr gut, wir kriegen gut Ressourcen. Die Grünen sind endgültig. Die Königstreuen haben den Sack zugemacht. Das ist ganz gut. Das heißt, ich kann jetzt meine ganzen Armeen hierhin zurückverlagern. Und wir müssen jetzt anfangen, uns auf einen Angriff auf diese... Ja, an sich macht es, glaube ich, mehr Sinn, hier unten rumzugehen sogar. So. Seht nur, ein Haufen Bauern hat sich auf dem Wiedkopf postiert. Das scheint unser erster Fang des Tages zu sein. So. Wir haben Verstärkung die Moldau hinaufgeschickt, aber die Festung Wischekla thront über dem Fluss. Beseitigt dieses Hindernis, damit wir uns den Truppen anschließen können. Ich arbeite dran. Aber ich brauche im Moment... Gott! Da war ein Dorfbewohner mit bei. So. Die
Die Burg werde ich nicht halten können, die Burg werde ich auch nicht halten können. Ich muss meine Kanonen erstmal sichern, einfach nur. Sind zu teuer, um sie zu verlieren. Wir sind euch dankbar, Jadzischka. Nutzt diese Vorräte, um den feindlichen Angriff standzuhalten. Ach ja, der hat ja die ganzen Katapulte. Ich hab nicht die Ressourcen, um mich gegen so viel auf einmal zu wehren. Und warum lauft ihr da oben hin? Wollte ich doch hier ein Dorfzentrum oder keine Ahnung was. Da. Wir sind die Kanonen und alles. Grauenvoll. Also diese Transportschiffe, wenn die einfach nur hier hinfahren würden, das wäre so hilfreich. Ich habe jetzt einen Tribut. Herzlichen Glückwunsch. Also wenn ich wenigstens zwischendurch mal eine Pause hätte, aber die rennen hier in einer Tour rein. Lass mich doch mich mal wenigstens wieder stabilisieren. Natürlich hat das nicht funktioniert, war ja klar. Da kommen Kanonen und noch mehr Bogenschützen. Wie soll ich mich gegen den Scheiß wehren? Das Beste hier wäre Kavallerie. Ja, tschüss Prag, ne? Pff. Der Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Jadzischka. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Ja, das ist... Ach, stimmt. Ich kriege jetzt ja auch keine Ressourcen mehr. Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich auf Mittel umstellen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich mich dagegen wehren soll. Also wir haben das eine Seite geschafft und wurden auf der anderen instant überrannt. Also wenn er wenigstens auch mit Crap-Einheiten angreifen würde, aber der hat halt nur teures Zeug. Wir sind dankbar, Jadzischka. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff zu halten. Ich habe hier meine Kanonen, aber das war's dann auch. Das sind, waren jetzt gleich meine Relikte. Und ich meine, ich würde gerne irgendwie... Ich würde halt super gerne Kavallerie ausbilden, aber die kann ich mir schlichtweg nicht leisten. Stavim, 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 stavim. Robím v dolu. K vašim službám. So, immerhin habe ich ein bisschen Zeit, eine Armee zu bauen, während die damit beschäftigt sind, Prag zu zerstören. Fühlt sich jetzt zwar überhaupt nicht mehr wie eine Verteidigung an, aber hey. Ano, jak žádáš? Co přikazuješ?
Ich habe mehr Länder erobert, als die meisten Menschen überhaupt benennen können. Ich werde mich nicht vom Pöbel aufhalten lassen, der Krieg spielt. Naja, du hast Prag schon zerstört. Was willst du noch machen? Wenn ich wenigstens meine eigene Economy hätte. Dass ich nicht die ganze Zeit einfach nur irgendwelchen Random-Scheiß ausbilden muss. Startspuk. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janziska. Stavim. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Stavim. Robim Vdolu. Ano. Robim Vdolu. Naja, es gibt mir die Zeit, meine Armee aufzubauen. Immerhin etwas. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janziska. Dass die immer noch Versorgungskonvois schicken. Wir sind euch dankbar, Janziska. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. So. Ich habe das Gefühl, der weiß nicht mehr so ganz, was er jetzt tun soll, wo die Stadt weg ist. Um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Wir sind euch dankbar. Ah, ich sehe es. Er weiß, was er tun soll. Yo. Greif halt direkt mit 30 Trieböcken an. Was soll das denn werden? So. Ich meine, wenn sich seine Rohstoffe erschöpfen würden, dann würde mir das auch schon helfen. Lauf doch nicht rückwärts, Jungs. Sag mal, wie lange braucht... Das ist so ein Bullshit. So, immerhin habe ich jetzt eine Menge Trieböcke zerstört. Normalerweise würde ich mich jetzt darüber freuen und mir denken, so cool. Das war ja richtig teuer für ihn. Nutzt diese Vorräte, um den feindlichen Angriff standzuhalten.
Aber leider habe ich das Gefühl, dass mir das absolut nichts bringen wird. So. Okay. Sache ist, ich brauche trotzdem Pferde. Ich muss die Lücke zu den... Ah ja, da kommt auch direkt die nächste Welle. Warum? So. Ich habe keine Ahnung, ob der Dude da vorne jetzt irgendwie hier was macht oder nicht. Ah, ich kann keine Mauern bauen. Okay. Schade. Ah, jetzt kommt er hier rüber. Der hat aber auch gefühlt alle Einheiten. Sind Huskals dabei und sonst was. So. Guckt euch an, wie viele Kanonen der Typ sich leisten kann. Warum kann der sich 50 Kanonen leisten? Ich nicht. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janschiska. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Rozumim. Ano, jak żadasz. So. Ano. Jak żadasz. Ano. Szczepu drzewo. Co przykazujesz? So. Ano. Versuchen wir mal diese Festung einzunehmen. Rozumim. So. Ano, rozumím. Jak žádáš? K vašim službám. Ano, pane. Ano. Jak žádáš? Ah, ich werde von da oben wieder angegriffen. Toll. Co przykazujesz? Ano. Ano, pane. Rozumím. K vašim službám. Jak žádáš? Do zbraně. Ano. Ano, pane. Do útoku. Co přikazuješ? Ano, rozumím. So. Ano, rozumím. Ano, pan, rozumím. Do zbraně. Co přikazuješ? Rozumím. K vašim službám. Ano, pan, rozumím. Rozumím. Ano, pan, rozumím. Žádáš. Töte diese mitgewordenen Ketzer. Co přikazuješ? Rozumím. Do útoku. Vašim službám. Bojujme.
Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janschiska. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Anno. So. Die Festung ist doch weg, oder nicht? Schischkas Kelchbanner wurde über dem Vishekran gehisst. Segelt den Fluss hinauf und unterstützt unsere Hussiten. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janschiska. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Wir sind euch dankbar, Janschiska. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Oh Gott. Wenn der Anführer gerecht ist, so ist es auch die Reise. Führt uns zum Sieg, Janschiska. Wir sind euch dankbar, Janschiska. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Wir sind euch dankbar, Janschiska. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Ja, natürlich rennt er wieder zurück in den Schuss. Denn leider sind meine Soldaten und alles andere super dämlich. So, ihr geht dahin. So, ich habe das Gefühl, dass es stabilisiert sich, aber ich meine, eigentlich haben wir die Mission verloren. Prag ist weg. Non-existent sozusagen. Eine weitere Bande Marodeure ist geschlagen. Jetzt kann diese Route wieder befahren werden. Co przykazujesz? Ano. Do zbranie. Waszym służbam. Do utoku. So. Co przykazujesz? Waszym służbam. Ano pane. Rozumiem. So, ich schicke ein bisschen Verstärkung mit. Ich meine, ich habe jetzt hier meine Schiffchen, aber jetzt bringen sie mir auch nichts mehr. Vorher wäre es geil gewesen, wenn ich meine Kanonen mit dem Transportschiff hier hin hätte stellen können und dann die Burg angreifen. So, ich bin sogar am Bevölkerungslimit. Absoluter Wahnsinn. Es hat damit zu tun, dass die sich die meiste Zeit mit den Stadtmauern beschäftigen. So, je mehr Burgen wir zerstören, je mehr Kanonen wir zerstören, desto besser. So. Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janschiska. Und schon wieder mit irgendeinem Scheiß. Warte, warum? Ich lag die ganze Zeit auf der falschen Taste. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. So, ich meine, das hier geht super langsam, aber wir sollten uns hier durchmurksen können mit der Zeit. Und das sollte dann dafür sorgen, dass die Kreuzfahrer zumindest weniger Einheiten bekommen. Weil so wie ich das verstanden habe, wie das Ganze funktioniert, ist, dass die Gebäude Einheiten generieren. Sprich, weniger Gebäude gleich weniger Müll. Ich habe zwar jetzt gerade keine Kanonen hier, die sind auf dem Weg. Die werden viel zu spät erst da sein, aber das ist... Wo läufst du hin?
Okay, der läuft dahin. Rozumim. Ist okay. Rozumim. Ano, pane. So, Halleluja. Was eine Geburt. Ich glaube aber, wir sind gerade dabei, uns zu stabilisieren. Ein Glück, dass ich war schon dabei, wieder aufzugeben. Ich hatte aber das Gefühl, ein bisschen was geht noch. Und jetzt kriege ich von König Siegmund auch die Pause, die ich brauche. Hätte der jetzt, würde der die ganze Zeit, okay, er schickt die ganze Zeit Zeug, aber es ist ausschließlich, Belagerungswerkzeug. So. Okay. Dann machen wir mal die nächste Barrikade kaputt. So. Die Söldner sind jetzt sogar komplett platt. Das ist die letzte Route. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Und wir arbeiten jetzt an der Burg. Und damit sind dann die Kreuzfahrer weg. Und dann sollten wir es eigentlich hinkriegen. Erstaunlich, wie viel angenehmer das Ganze ist, sobald man nicht mehr an 30 Fronten gleichzeitig kämpfen muss. Puh. Aber noch, da sollte ich nicht zu sehr mich darüber freuen. Das kann alles noch wieder schief gehen. Ich habe zwar genug in der Warteschleife, was Ausbilden angeht. So, aber wenn der nur noch Belagerungszeug ausbildet, dann komme ich damit klar. Diese Kreuzfahrer kamen mit dem Segen des Papstes, so. Aber nicht mit dem des Herrn. Unseren tugendhaften Hussiten sind sie nicht gewachsen. Okay, das war der nächste. Ich weiß gar nicht, warum Prag überhaupt noch existiert. Von dieser Stadt ist einfach nichts mehr übrig. So. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir gucken mal, dass wir von zwei Seiten angreifen. Das heißt, alles, was nicht Dorfbewohner sind, sammle ich und dann greife ich erst von oben an und dann von unten. Und hoffe, dass seine Armee es nicht schafft, sich zu sortieren. Yay, ich habe Kühe gefunden. Also ich weiß ja nicht, ob ich die Verteidigung von Prag hier als erfolgreich ansehen möchte. Ich meine, es stehen noch irgendwie drei Häuser oder so. Hier, ich gebe dem ein paar Kühe. Obwohl, Moment, die Schmiede steht auch noch so halb. Never mind. Aber jetzt sollten wir auch mit Ressourcen zugeschüttet werden eigentlich. Ano, jak żądasz, rozumím. Vaším žádáš. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janšiška. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Do útoku. Ano. Bojujme. Wir sind euch dankbar, Janšiška. Nutzt diese Vorräte, um den feindlichen Angriff standzuhalten. Do zbraně. Vaším službám. So, Angriff von der einen Seite. Ano.
Angriff von der anderen Seite. Ich habe viel zu viele Bogenschützen. Aber was eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, ist, gegen die Teutonen will man Bogenschützen benutzen. Und definitiv keinen Nahkampf. So, das sollte es jetzt aber gewesen sein. Hoffentlich. Zumindest komme ich gerade von beiden Seiten rein und irgendwie fehlt die Armee, die das Ganze hier verteidigt. Vielleicht habe ich einfach lang genug gewartet, bis die Leute alle verhungert sind. Was bei einer Belagerung irgendwie genau das Gegenteil wäre von dem, was man normalerweise erwartet. Warte, wo sind meine Kanonen? So. Auf dem Weg, Jan Žižka. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Meine Kanonen arbeiten. So. Nicht glorreich, aber oh, GG. Wie lange jetzt gedauert? 1,5 Stunden. Wir sind euch Respekt. Dankbar, Jan Žižka. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Woran sind meine Kanonen gestorben? Die Burg irgendwie mehr Reichweite als eine normale Burg. Jetzt sind wir hier die Belagerer. Das Gute ist, ich habe mehr als genug Leute. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Jan Žižka. Beschützt ihn vor. Aber was hat meine Kanonen gekillt? Das würde mich halt echt interessieren. Hier war doch niemand mehr. Was auch immer. Über das Hufnies oder wie heißt das Ding? Wir sind euch dankbar, Jan Žižka. Ja, das heißt nur globale Weiterschlafe, okay. Angriff standzuhalten. Das Einzige, worauf ich hier im Moment noch warten muss, ist Belagerungszeugs. So, ihr geht mal dahin. Wir schrotten die letzten paar Gebäude. So, das würde mich auch mal interessieren. 40, 2, 5, 12. Und wenn jetzt das Update fertig ist, wie viel Angriff hat dann unser Kanönchen? Okay, ein bisschen mehr. Diese Burg hat dieselbe Reichweite wie meine Kanonen? Tatsache.
Sogar ein Meer. Aber keine normale Burg. Naja, wer nicht hören will, muss fühlen. So geht's nämlich auch. Das wird zwar meine KD komplett zerstören, aber egal. So sind wenigstens meine Kanonen sicher, weil die zu dumm sind, das rauszufokussieren, was tatsächlich eine Gefahr darstellt. Wobei ich glaube, die ganzen Bogenschützen es zur Not auch geschafft hätten. Aber das sollte es gewesen sein, oder? Beschützt ihn vor unseren Feinden. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janschischka. Jawohl. Selbst Kaiser können eine Abreibung erhalten. Seht, wie dieser jämmerliche Feigling die Flucht ergreift. Halleluja, das habe ich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch funktioniert. Ein Nachteil eines bequemen Lebens als Adliger oder Kreuzfahrer im Kampf gegen unorganisierte Heiden ist, dass man wahre Widrigkeiten nicht mehr kennt. Gegen unsere neuen und unkonventionellen Taktiken wirkten die Armeen von Sigismund wie ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Sie schmolzen dahin wie Schnee in der Hitze der Sommersonne. Es gelang den Feinden nicht, unsere Wagenreihe zu durchbrechen, und sie wurden von einem Gegenangriff zurückgedrängt. Wir trieben sie an den Rand eines Abgrunds und darüber hinaus. Sigismund wird zurückkehren, da bin ich mir sicher. Doch für den Moment haben wir ihn gedemütigt. Eine Szene aus der Schlacht hat sich mir ins Gedächtnis gebrannt. Eine furchtlose Frau, die im Gefecht tapfer nach vorne stürmte und zur Verteidigung unserer Werte den Märtyrertod starb. Ihr Name mag unbekannt sein, aber ihre Geschichte wird für immer weiterleben. Uff. Gott, bin ich glücklich, dass wir das hingekriegt haben. Halleluja. 482 gegen negative KD, aber... Halleluja. Ja, guckt euch das an. Diese Kanten hier. Das ist, wenn die Gegner plötzlich auf einen Schlag einen riesigen Block Einheiten gespawnt bekommen. Wobei, was genau das hier ist, weiß ich auch nicht. Als die Burg gefallen ist, die Meerenge da überwacht hat, wurden da von denen Leute getötet? Weil ich hatte auch das Gefühl, dass dass der Sigmund-Typ plötzlich einfach aufgehört hat, Einheiten zu senden. Das ist ja genau der Grund, warum ich überhaupt überleben konnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Sinn macht, direkt am Anfang die Königstreuen platt zu walzen. Es hat sich jetzt bei mir auf jeden Fall für sinnvoll erwiesen. Einziges Problem ist, dass ich die Stadt, die ich hätte verteidigen sollen, als Fleischschild benutzt habe, um mich auf der anderen Seite wieder zu sammeln. Ich weiß nicht, ob es so... ich meine, wenn man sich das mal anguckt, von Prag ist nicht viel übrig. Außer halt auf der anderen Flussseite. Die sieht noch ganz in Ordnung aus. Und der Veitsdom ist auch, falls man das so ausspricht, ist auch gerettet. Wobei ich glaube, der hätte auch gar nicht zerstört werden können. Egal. Drei Kreuze, dass wir das hingekriegt haben. Ich bin super, super happy und ehrlich gesagt auch so ein bisschen fertig jetzt nach den 20.000 Neustarts. Mal gucken, wie ich das am Ende dann schneide. Zorn des Kaisers. Ja, wir müssen wieder gegen Sigmund arbeiten. Ich hoffe nur, ich kriege meine eigene Economy und die Gegner brauchen auch eine Economy, die ich angreifen kann. Das wäre wirklich schön. Weil bei diesen... Karten, also jetzt ist es mit den Ressourcen, die man kriegt, ist halt am Anfang ein Riesenproblem, aber sobald drei von den Routen frei sind, ich finde es ein bisschen seltsam übrigens, dass die Ressourcen in Prag immer noch abgegeben haben, obwohl da nichts mehr war,
Hätten die Gegner ein bisschen mehr die Versorgungskonvois priorisiert, anstatt mich anzugreifen, dann, also anstatt Prag direkt anzugreifen, dann wäre das definitiv nichts geworden. Aber so haben wir da einen goldenen Haken und das ist alles, was zählt. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.